In diesem Video möchte ich dir sehr gerne erläutern, was es genau damit auf sich hat, wenn sich dein Chiron im 9. Haus oder vergleichsweise im Tierkreiszeichen des Schützen befindet. Falls du aber grundsätzlich nicht darüber aufgeklärt sein solltest, was es mit deinem Chiron auf sich hat und warum der Chiron so unglaublich wichtig ist, dann bitte und unbedingt mein Intro-Video zu meiner Chiron-Reihe anschauen. Das Video extra hier oben für dich erklärt und dort mal ausführlich erklärt, was es denn mit dem Chiron auf sich hat und warum der Chiron in deinem individuellen Horoskop so unglaublich wichtig ist. Okay, trotzdem kurzes Warm-up zum Chiron. Wofür steht der Chiron überhaupt? Der Chiron ist sehr wichtig, weil der Chiron dir sehr gut erläutert, wo deine Schmerzträgerpunkte sind, wo deine Schwächen sind, wo deine Verletzungen sind, aber auch wo du Heilung erfährst, um andere im Anschluss dessen, nachdem du dich selbst geheilt hast, zu heilen. Eines der wichtigsten Punkte bei der Chiron-Thematik ist das Thema der Akzeptanz, weil die Akzeptanz eines der wesentlichsten Hauptbestandteile ist, um die Heilung zu bewerkstelligen, weil wir die Akzeptanz benötigen, um die Heilung überhaupt erstmal einzuleiten. Und du siehst, wie wertvoll jetzt der Chiron in dem Kontext ist, weil der Chiron dir quasi aufzeigt, wo du verletzt bist und wo du mal besser Akzeptanz walten lassen solltest. Das heißt nicht, dass nur weil du etwas akzeptierst, du es für gut heißt oder es so lässt. Es heißt nur, dass es erstmal so ist, wie es ist und wir genau auf diesem Plateau beginnen können, mit etwas zu handeln, etwas umzusetzen, etwas zu transformieren, zu heilen zum Beispiel. Ja? Es ist unglaublich wichtig, um eben den Status quo realistisch zu erfassen und ein Bewusstsein für deine Schmerzen, für deine Schwächen und deine Verletzungen einzurichten, ja? Um eben diese Akzeptanz einzuläuten. Wichtig ist hier, dass die Häuserposition meiner Meinung nach wichtiger ist als die Position im Tierkreiszeichen. Das liegt daran, dass es der Chiron sehr lange braucht, um einmal den gesamten Radix zu durchlaufen. 50,2 Jahre sind es, und aber verweilt in jedem Tierkreiszeichen etwas unterschiedlich. Trotzdem bewegt sich Chiron sehr langsam und das sorgt dafür, dass quasi ganze Generationen einen den gleichen Chiron in demselben Tierkreiszeichen haben. Das Haus hingegen ist individueller und sehr abhängig von deinem Aszendenten. Und das gestaltet die Nummer viel individueller. Deswegen meiner Meinung nach, check besser mal das Haus ab. Tierkreiszeichen ist auch in Ordnung, damit kann man auch handeln und arbeiten, aber das Haus ist hier nochmal individuell auf dich zugeschnitten. Bitte, im Allgemeinen ist dieses Video so oder so nicht isoliert zu betrachten. Das ist einfach nur die Beschreibung, was es im Allgemeinen damit auf sich hat, wenn der Chiron sich in deinem 9. Haus oder vergleichsweise im Tierkreiszeichen des Schützen befindet. Aber wir müssen sehen, wie wird der Chiron aspektiert von anderen Himmelskörpern oder befindet sich der Chiron an sehr empfindlichen Punkten in deinem individuellen Horoskop und so weiter und so fort. Du siehst, sehr individuell, bitte, dein Horoskop gilt es immer ganzheitlich zu betrachten. Alright, was heißt es nun, wenn dein Chiron sich im 9. Haus vergleichsweise im Tierkreiszeichen des Schützen befindet? Das bedeutet, dass quasi alle Themen des 9. Hauses nun verletzt sind auf den unterschiedlichsten individuellen Ebenen, ne? Weil das eben wieder auf dein gesamtes Horoskop ankommt. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, sind die Themen des 9. Hauses verletzt? Welche sind das überhaupt, die Themen des 9. Hauses? Das 9. Haus hat den Herrscherplaneten des Jupiters. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel noch tiefer einsteigen möchtest, check zum Beispiel mal den Jupiter ab. Wie wird dieser aspektiert? In welchem Tierkreiszeichen befindet sich der Jupiter? In welchem Haus? Und so weiter. Ja? Und schon werden wir schon tiefer. Genau. Wird von Jupiter regiert und ist eben auch das Haus des Schützen. Und ist das Haus der Philosophie, des gehobenen Wissens, des Akademikerwissens, der Weisheit, des Gurus. Es ist das Haus der Religion, der Philosophie, der Wahrheit, der Ethik, der Moral. Es ist das Haus der erlebten Erfahrungen und daraus seine Wahrheit zu kreieren und somit eben auch praktisch anwendbares Wissen. Es ist das Haus der weiten, fernen Reisen. Es ist das Haus der fremden Kulturen. Es ist das Haus des Verständnisses der fremden Kulturen. Es ist das Haus der Sinnhaftigkeit. Ja? Sehr, sehr wichtig, dass du deinem Leben einen Sinn gibst, dass du dem Ganzen überhaupt, egal was, einen Sinn gibst. Ja? Es ist das Haus des gehobenen Wissens, das heißt, dass du dir selbst
zutraust, dir sehr hohes Wissen anzueignen. Das heißt, sehr tiefgründiges Wissen. Ja? Tiefgründig, aber eigentlich mehr so zu verstehen, dass du das große Ganze verstehst. Ja? Das 9. Haus ist dafür verantwortlich, dass man hier Fähigkeiten hat, das Große und Ganze zu sehen. Menschen, die sehr 9. Haus geprägt sind, das heißt, viele Planeten im 9. Haus haben, haben sehr philosophische Tendenzen. Ja? Aber auch missionarische, religiöse, nervende Tendenzen. Aber nicht nur, sehr expansive Tendenzen. Weil du musst dir vorstellen, der Herrscherplanet des 9. Hauses ist der Jupiter. Der Jupiter ist der größte Planet und steht von daher eben auch für Expansion, für Glück, für Freude und macht alles größer und XXL quasi. So, wenn sich jetzt ein Chiron im 9. Haus befindet oder eben vergleichsweise im Tigrasheschen Schützen, sind all diese Themen jetzt verletzt. Was heißt das jetzt genau? Mein Name ist Ryan Bartlena, ich bin Astrologe und möchte dir in diesem meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen und habe kürzlich ebenfalls damit begonnen, mit derzeit vorherrschenden astrologischen Vorhersagen, sogenannten Zeitqualitäten, ja, was uns in Zukunft so astrologisch denn zeitqualitätstechnisch erwartet, weil wir uns in derzeit doch recht unsicheren Zeiten befinden und keiner von uns weiß, wo geht denn überhaupt die Reise hin. Ne, vor allen Dingen weltpolitisch wissen wir nicht, was passiert denn alles in Zukunft. Und da habe ich die Hoffnung, dass ich dich mit meinen zukünftigen Vorhersagen, astrologischen etwas abholen kann und dir eine Art Orientierung anreiche und somit eben auch eine Art Sicherheit. Weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie eines der mächtigsten, stärksten und effizientesten Werkzeuge dahingehend ist, um dich selbst zu erkennen, um mächtig zu werden, um wirklich stark und mächtig zu werden, um in deine Kraft zu kommen. Weil die Astrologie meiner Meinung nach das beste Werkzeug und Tool dafür ist, herauszubekommen, wo deine Stärken sind, aber auch wo deine Verletzungen, Schwächen, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Video visualisiert und thematisiert wird, liegen, wo deine Traumata, deine Schattenthemen liegen, wo deine Ängste vielleicht verborgen sind. Ganz wichtiges Thema, ja, um diese infolgedessen aufzulösen, um an deine latenten Talente, Fähigkeiten, Potenziale und Talente vor allen Dingen zu kommen, um diese gekonnt in dein Leben zu integrieren, um in deine Stärke zu kommen, um vor allen Dingen ein sinnvolles, erfülltes und glückliches Leben leben zu dürfen. Du siehst, wie unglaublich mächtig die Astrologie ist. Die Astrologie kann ja tatsächlich sogar die Frage beantworten, warum hat sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht und welche Erfahrung möchte sie in diesem Leben machen? Du siehst, sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr mächtig. Falls du aber nicht die Geduld und die Muße haben solltest, dir all das astrologische Fachwissen dir selbst über Versuch und Irrtum anzueignen, kannst du natürlich auch einen sehr cleveren, direkten Weg zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner 10 Jahre lang astrologischen Erfahrung sowohl 1:1 als auch paarastrologische Beratung anbiete. Wenn dich dieses interessieren sollte, check gerne meine Kontaktdaten hier unten in der Videobeschreibung, kontaktiere mich und wir beide vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin. Da eine persönliche astrologische Beratung nun mal eben was sehr Persönliches ist und ein Mindestmaß an Vertrauen erfordert, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl, sowohl von deiner, aber eben auch von meiner Seite aus, habe ich etwas ins Leben gerufen, was sich nennt, dass ich dir ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlern-Erstberatungsgespräch anbiete, in dem wir beide uns kurz kennenlernen, uns kurz beschnuppern, um abzuchecken, ob das hier für uns beide überhaupt Sinn macht, hier ein Beratungsgespräch einzuleiten. Extra hierfür ein Video verfasst, das Video hier oben für dich verlinkt und dort mal ausführlich erklärt und beschrieben, was es mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und warum das Ganze hier ziemlich interessant und wertvoll für dich sein könnte. Wenn dich das interessiert, check das gerne ab, kontaktiere mich und wir vereinbaren einen solchen unverbindlichen, kostenlosen, 15-minütiges Kennenlern-Erstberatungsgespräch. Wieder hier unten in der Videobeschreibung meine Kontaktdaten. Kontaktiere mich und wir beide vereinbaren einfach was. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit dem Chiron im 9. Haus oder vergleichsweise im Schützen für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Weißt du vielleicht, wo er sich befindet bei dir? Oder weißt du sogar schon, wie dieser aspektiert wird? Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und hinterlasse uns gerne einen Kommentar.
Wenn dir dieses Video hier gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Nun gut, was heißt es nun? Chiron im 9. Haus, vergleichsweise im Tierkreiszeichen Schützen. Ich habe schon erwähnt, Themen des 9. Hauses sind jetzt alle verletzt. Und das kann zu diversen Dingen führen. Ich bin der Meinung, was ich öfters beobachten konnte, dass es hier Schwierigkeiten gibt bezogen auf eigene Glaubenssysteme. Das 9. Haus verkörpert quasi den Spruch, ich glaube. Okay? Das heißt, ein sehr philosophisches Haus, ein sehr religiöses Haus. Das Haus des Glaubens, das Haus der Wahrheit, vor allen Dingen aber das Haus der Sinnhaftigkeit. Dass du vielleicht Probleme haben könntest, den Dingen einen Sinn beizumessen, im Allgemeinen einen Sinn im Leben zu finden. Vielleicht sogar Probleme irgendwie, oder es ist vielleicht für eine Person, wie du sie bist, schwieriger, sich mit seinem höheren Selbst zu vermitteln, um wirklich das krasseste aller hohen Wissen sich anzueignen, nämlich das absolute reine Schöpferwissen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn du dich mit deinem höheren Selbst connectest und deiner Intuition folgst und du aufgrund dessen auch über Versuch und Irrtum dieses für dich nochmal validierst und für dich gecheckt hast, wow, tatsächlich, ich habe hier Eingebung bekommen, diese geprüft, gecheckt und es funktioniert wirklich. Und diese Betrachtungsweise macht auch wirklich Sinn, weil du dir diese selbst erarbeitet hast schon quasi, weil du diese nicht nur empfangen hast, sondern du quasi auch diese im wahren Leben prüfen durftest. Genau. Ein weiterer Aspekt ist, das 9. Haus ist das Haus der fremden Kulturen, der Weisheit, der fremden Philosophien, der weiten, fernen Reisen. Und das könnte dazu führen, dass, wie gesagt, diese Themen verletzt sind. Und das könnte sich in etwa so manifestieren, dass du grundsätzlich Schwierigkeiten mit Reisen hast, dass du lieber so in der Nachbarschaft bist oder hier nur so im näheren Umfeld, du ungerne grundsätzlich viel reist, weil du aber auch recht skeptisch gegenüber anderen Kulturen bist, Fernreisen, vielleicht gewisse Ängste, vielleicht sogar Flugangst hast, Angst vor größeren Transportmitteln, die dich auch weit weg befördern können, dass da vielleicht ein Unfall passieren könnte oder grundsätzlich vor fremden Kulturen. Ne, vielleicht irgendwie, wer weiß, wenn du da hingehst, du hast mal gehört, die fressen Menschen und so weiter. Ne, irgendwelche verrückten Gerüchte, die in Umlauf gebracht werden, könnten dich tatsächlich einschüchtern, ja, dass du Probleme damit hast, diese Dinge zu prüfen. Ich habe hier eine sehr interessante Erfahrung gemacht mit einer Dame, die ich mal gedatet habe vor circa 4 Jahren oder so. Und ganz interessant, ne? Das war gerade am Anfang, wo wir uns gedatet haben, habe ich ihr angeboten, ey, wollen wir mal ein bisschen astrologisch abchecken, was es so mit uns beiden auf sich hat. Und die hat da nicht wirklich dran geglaubt, aber hat gesagt, ja, warum nicht, probier's mal aus, so, mal gucken, was du so sagst. Fand das eher so witzig, unterhaltsam, ne? Und ich kannte sie aber ja noch nicht so richtig. Ne? Du weißt ja, gerade am Anfang, wenn man sich so kennenlernt, zeigen beide immer nur ihre Schokoladenseite und wollen so die uncoolen Dinge natürlich erstmal so unter den Teppich kehren. Naja, auf jeden Fall hat sie mir ihre Daten gegeben und da war ich sehr überrascht, weil sie auf mich sehr offen, tolerant und liberal rüberkam, aber habe hier so ein paar Punkte abgecheckt, unter anderem eben auch Chiron im 9. Haus, meine ich, war es gewesen, aber recht herausfordernd aspektiert. Und da waren aber noch ein paar andere Dinge, die dazu geführt haben, dass ich Folgendes gesagt habe und gesagt habe, interessant, hätte ich nicht bei dir gedacht, aber die Tendenz ist bei dir sehr, sehr groß, dass du stärkere rassistische Züge hast gegenüber anderen Kulturen, dass du den anderen Kulturen gegenüber nicht so liberal, offenherzig aufgestellt bist. Und unglaublich, diese Frau hat sich so ertappt gefühlt. Also ich habe heute noch ihren Gesichtsausdruck in Erinnerung, dass sie sagt, wow, wie siehst du das jetzt? Ne? Und tatsächlich ist diese Frau, ich meine, ja, sie ist Polin gewesen und hatte sehr, sehr starke Vorurteile komplett gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Ausländern im Allgemeinen, vor allen Dingen dunkelhäutigen Ausländern und hat da sehr, sehr starke Vorurteile gehabt. Ja, und ich bin ja selber auch so ein bisschen, ne, südländisch aufgestellt. Das hat wohl wahrscheinlich auch mit meinen Wurzeln zu tun, weil ich nicht 100% deutsch-arisch bin, sondern hier gibt es noch ein paar andere Einflüsse. Ja?
Genau, und habe sie dann auch gefragt, so, ja, aber was ist da mit meiner Wenigkeit? Ne? Hast du da nicht Probleme? Ich bin ja auch so ein bisschen südländisch aufgestellt. Da sagte sie so, ja, nee, bei dir ist das aber anders. Du redest ja super Deutsch und für mich bist du Deutscher, weil du verhältst dich wie ein Deutscher. Du bist irgendwie, du kommunizierst vernünftig und so weiter. Und das war für sie irgendwie Grund genug zu sagen, ja, nee, du gehörst ja nicht zu denen, ne? Zu denen, die gefährlich sind und um Gottes Willen, die dürfen wir nicht reinlassen, ne? Verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt kein Freund davon, dass wir alles und jeden reinlassen. Wir müssen prüfen, wer hier reinkommt. Ganz großes Problem, dass wir das nicht gemacht haben. Allerdings ist es so, dass wenn wir Dinge nicht verstehen von anderen oder andere Kulturen nicht verstehen, sollten wir vielleicht etwas mehr Fragen stellen. Und eines der hauptpositiven Eigenschaften der Schütze-Thematik oder des neunten Hauses ist diese Offenherzigkeit gegenüber anderen Kulturen und dass diese Neugierde, diese Fragen stellen, warum sind sie so, wie sie sind und immer tiefgründiger Fragen stellen, um herauszubekommen, wie diese Leute warum diese Leute so leben, wie sie sind, warum essen sie das, was sie essen, warum bewegen sie so, wie sie sich bewegen, warum kleiden sie sich so, wie sie sich kleiden, warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten, was sind ihre Gewohnheiten im Allgemeinen, ja? Das ist die Stärke des Schützen. Tatsächlich, weil ich ja Aszendent, ich bin Aszendent Zwilling und das sorgt dafür, dass ich einen sehr, sehr starken Bezug zu Schütze geprägten Menschen habe. Ja, das bedeutet zu Menschen, die entweder ein volles fünftes, volles neuntes Haus haben oder sehr starken Jupiter haben oder sehr viele Planeten im Tierkreiszeichen des Schützen oder Sternzeichen Schütze sind und so weiter. Da habe ich einen sehr, sehr starken Bezug zu und tatsächlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein gesamtes Leben. Die Schütze geprägten Menschen waren mir immer sehr, sehr nah. Und das Interessante war, ich habe schon regelmäßig Erfahrungen gemacht mit Schützen, wirklich Sternzeichen, Schütze, Menschen, die eines deren Hauptstärken war, die haben relativ schnell gecheckt, wie andere Kulturen sind. Und das war für sie selbstverständlich. Und oft haben sie gesagt, wenn Menschen kritisiert haben, warum Menschen so sind, wie sie sind, sie oft den Einwand reingeworfen haben, so nein, das ist so, weil so und so und so. Und die haben das nicht anders gewohnt. Und du hast einfach, diese Leute haben ein Verständnis für andere Kulturen, ja? ein Mitgefühl für andere Kulturen und verstehen auch, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ja? Zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand... Weil ich bin der Meinung, ich mache das jetzt ein bisschen größer, weil ich der Meinung bin, dass diese Position, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier recht starke rassistische Vorurteile ins Leben gerufen werden können und dass das einer deiner Baustellen ist. Rassismus, rassistische Vorurteile. Dass man sich vielleicht mal Fragen stellen sollte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber einfach nur ein Beispiel, ja, für diese Position, wie du zum Beispiel diese Position heilen könntest, indem du mal tiefer Fragen stellen könntest. Warum Dinge so sind, wie sie sind. Zum Beispiel könntest du Gefahr laufen, mit dieser Position zu schnell eine Meinung zu äußern, ohne genügend Informationen, die herangezogen haben, ohne genügend Erfahrungen, die herangezogen haben, ohne vor allen Dingen, wie gesagt, genügend Informationen zu haben, um herauszubekommen, warum sind die Menschen so, wie sie sind. Zum Beispiel, vor kurzem gab es Riesenaufstände in Paris, in Frankreich, weil irgendwie mit einem Mann oder einem jungen Mann mit Migrationshintergrund, glaube ich, algerisch-stämmig oder so, nicht gut und respektvoll umgegangen ist. Und ich glaube, man hat denen sogar noch was angetan. Aber dieser war auch nicht so wirklich nett aufgestellt und recht aggressiv auch, soweit ich weiß. Und das hat für Unruhen gesorgt. Unruhen in ganz Frankreich, Autos brannten. Also man hat Videos gesehen, man hat gedacht, wow, Bürgerkrieg. Also es war wirklich, also bürgerkriegsähnlich, unglaublich. Und auch unglaublich, dass das so in den deutschen Medien nicht so ganz gezeigt wurde. Das fand ich auch etwas strange und fragwürdig. Warum wird das nicht gezeigt, was hier im Nachbarland so abgeht? Also es war wirklich wie Bürgerkrieg. Also es war bürgerkriegsähnlich. Ne? Also sehr, die nordafrikanischen Araber quasi, ne? In Frankreich sind rebellisch geworden und haben sehr, sehr aggressiv für Aufstände gesorgt. Jetzt wird man sagen, so, ey, weißt du was? Wie kann man nur? Die sollen sich benehmen. Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Man benimmt sich, da gibt es keine Ausrede für. Das sollte man nicht so handeln. Ne? Und das ist auch zu aggressiv und das geht nicht. Ne? Aber, ein großes Aber, wenn man tiefer bohrt und tiefer in die Geschichte geht, dann wird man herausbekommen, dass die Franzosen Kolonien gehabt haben. Zum Beispiel eine Kolonie in einem Land Nordafrikas, zum Beispiel in Algerien. Nicht nur, dass sie dort Kolonien hatten, sie hatten dort Fremdenlegionäre aufgestellt. Das heißt, richtig heftig, brutal. Also da gab es brutalen Krieg. Also dieses Land ist von Frankreich brutal und heftigst
ausgeraubt worden. Also wirklich, stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, du bist zu Hause hier, ne, in deinem Land, in Deutschland, hast du ein wunderschönes Wohnzimmer, bist mit deiner Familie, genießt gerade vielleicht einen Film, leckeres Essen und auf einmal unangemeldet schlägt jemand die Tür ein, verletzt deinen Partner, nimmt deine Kinder gefangen und verjagt alle aus dem Haus und macht noch ziemlich uncoole, harte, brutale, schmerzhafte, auf körperlicher Ebene, ne, nicht nur emotional, Ebene, Sachen mit deinen Lieben. Und nimmt dir alles weg, macht dich zum Sklaven und erlaubt dir aber dann, weil du nämlich sein Land komplett zerstört hast oder weil man dein Land komplett zerstört hat und du kannst nicht mehr hier leben, weil hier einfach alles in Schutt und Asche liegt, ja, und überhaupt die Infrastruktur, keine Brücken mehr, keine Ärzte, nichts, die ganze Infrastruktur ist zerstört worden. Und diese Menschen sagen dir aber dann noch so, ey, weißt du was, ich habe Erbarmen mit dir, du darfst in unser Land kommen, aber wir fangen mal ganz klein an, wir geben dir hier Obdach, du darfst hier vielleicht Asyl bekommen und wenn du Glück hast, darfst du bei McDonald's arbeiten und vielleicht kannst du ja irgendwie da Karriere machen. Ne? Und wenn du gut bist, kannst du von den Fritten irgendwann bist du bei den Burgern und dann vielleicht wirst du sogar Filialleiter oder irgendwie jetzt sowas. Ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also da würde ich mal gerne wissen, wie du reagierst. Du siehst, also genau eben diese Vorurteile, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen, ohne wirklich verstehen zu wollen, warum Menschen das tun, was sie tun, warum sie aggressiv sind, weil es gibt immer eine Geschichte, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und es einfach doch sinnvoll ist, den Menschen zuzuhören, versuchen, andere Standpunkte zu verstehen, versuchen, in eine Kommunikation aufzubauen, wirklich eine interaktive Kommunikation. Wirklich, das bedeutet, dass du wirklich gewillt bist, dein Gegenüber zu verstehen und nicht nur ihn angreifen möchtest, sondern wirklich versuchst, den Standpunkt des anderen in der Tiefe zu verstehen. Und das ist hier verletzt. Und das kann dich eben recht rassistisch werden lassen. Ein weiterer Punkt, der hier verletzt sein könnte, ist das hohe Wissen, das höhere akademische Wissen. Das heißt, es kann sein, dass du dir selbst nicht zutraust, vielleicht zu studieren, ein Spezialist in einer Sache zu werden, dir wirklich hohes Wissen anzueignen, dass du dir vielleicht nicht zutraust, dass du ein Ingenieur werden könntest, ein Arzt werden könntest, ein Doktortitel dir aneignen könntest, eine Professur machen könntest, Lehrer werden könntest. Das sind alles Dinge, die du dir nicht zutraust, die für dich so, wow, ganz weit weg sind und irgendwie unrealistisch sind. Da könnte es Schwierigkeiten geben. Ein weiterer Aspekt, der hier auch recht wahrscheinlich ist, meiner Meinung nach ist das so quasi eines der Hauptaspekte, wo es hier Probleme geben könnte, ist eine Art Sinnlosigkeit, dass du Schwierigkeiten hast, einen Sinn zu erkennen und zu verstehen in diesem Leben. Ja, warum sind wir hier? Oder du dich vielleicht für einen nicht ganz so gesunden Sinn entscheidest. Ja? Oder es sein kann, dass du sagst, ich glaube an nichts und dass das quasi gar nicht existiert. Weil wenn du an nichts glaubst, glaubst du an etwas, nämlich an nichts. Aber es ist ja ein Glaube. Ja? Das könnte tatsächlich bei dir der Fall sein, dass du einfach sagst, ich glaube an nichts. Ich glaube nur an das, was ich riechen, hören, anfassen, schmecken und fühlen kann. Zum Beispiel, dass du sagst, an die Materie, das macht dich zu einem Materialisten. Okay, und das ist sehr, sehr wichtig hier, weil ich der Meinung bin, dass du hier leider auch prädestiniert dafür bist, dass du da eben an nichts glaubst oder eben ein Materialist bist und du an nichts Höheres glaubst. Und wenn du ganz klar sagst, ich bin Atheist, ich glaube an nichts Höheres, sondern eben an nichts, oder es könnte sein, muss aber nicht sein, du weißt doch nicht, willst ja nicht festlegen. Und ich bin der Meinung, ich will dir das jetzt nicht erklären, warum ich dieser Meinung bin. Ich lasse dich damit mal alleine mit meiner Meinung und mach dir mal selbst darüber Gedanken. Schreib mir vielleicht was runter hier in den Kommentaren, wie du das siehst. Und zwar bin ich der Meinung, dass wenn du hast jetzt zum Beispiel die Wahl zwischen gut und böse. Und wenn du jetzt aber sagst, weder noch, das eine existiert nicht und das andere auch nicht, hast du eine Entscheidung getroffen und entscheidest dich am Ende trotzdem für das Böse. Nur weißt du es nicht. Denk mal drüber nach. Was ebenfalls sein könnte, ist, dass du Probleme haben könntest mit fremden Sprachen. Im Allgemeinen mit Sprachen, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, dir Sprachen anzueignen. Ja? Und du aufgrund dessen auch so ein gewisses Gefühl der Unzulänglichkeit hast. Und du glaubst, ja, Sprachen ist nicht meins und so. Da bin ich halt nicht der Meinung. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Chiron-Thematik
geheilt werden kann und du quasi im Nachgang andere heilen kannst. Ganz, ganz wichtig, ja. Und das bedeutet, dass du hier die Meisterschaft erreichen kannst. Aber wichtig ist erst einmal, dass du verstehst, dass es so ist, wie es gerade ist, nicht schlimmer machst und auch nicht besser machst. Ja, einfach so ist, wie es ist, aber du das latente Potenzial hast, hier wirklich Heilung zu erfahren und du dich hervorragend mit Sprachen auseinandersetzen könntest. Mit dieser Position könnte es ebenfalls sein, dass du entweder zu optimistisch bist oder das komplette Gegenteil, zu pessimistisch. Ja? Beides, also du siehst, das sind zwei Extreme, weil das 9. Haus ist auch das Haus meiner Meinung nach der Expansion und der Übertreibungen auch. Ja? Also die Jupiter-Energie kann auch übertrieben werden. Ne? Also es kann zu krass aufgebläht werden. Man kann auch zu optimistisch sein, wenn es herausfordernd aspektiert wird. Ja, dass du aufgrund dessen eben zu optimistisch bist, zu sehr, zu locker bist und du aufgrund dessen den Ernst der Situation verkennst und du hier sehr, sehr blöd was gegen die Wand fahren kannst. Oder du bist zu realistisch, zu pessimistisch. Ne? Und das kann dich dazu führen, dass du irgendwie nicht vorankommst, dass du keine Risiken mehr eingehst, ja? Dass du irgendwie so ängstlich bist, dass du dich nichts mehr traust, dass du glaubst, dass irgendwie alles begrenzt ist, alle Ressourcen sind begrenzt, ja? Und es nicht von allen genug gibt und du mit denen auskommen musst, womit du bis jetzt schon ausgekommen bist und das für dich nicht mehr vorgesehen ist. Das kann auch der Fall sein, weil die Jupiter-Energie im positiven Sinne oder die 9. Haus-Energie mit Expansion zu tun hat, ja, mit Fülle, mit Reichtum, mit Glück. Und das könnte eingeschränkt sein. Ne? Das könnte sein, dass du quasi das nicht so siehst oder du sagst, ah nee, ich habe einfach kein Glück, ich bin ein Pechvogel, mir passiert immer nur Schlechtes. Und das ist halt eben der Fall, weil das verletzt ist. Eines der positiven Merkmale des 9. Hauses auf philosophischer Ebene ist, dass egal, oder Menschen, die sehr 9. Haus geprägt sind oder Jupiter geprägt sind Menschen, die, oder Schütze geprägt sind Menschen, die irgendwie positiv manifestiert in allem nur das Beste sehen. Sogar in harten Schicksalsschlägen sie es drauf haben, das Gute daraus zu kristallisieren und zu sagen, ja, also für irgendwas war es wohl gut, nämlich für dieses, jenes, ja, dass die Schütze geprägten Menschen einfach es unglaublich gut drauf haben, in allem immer das Gute zu sehen, sogar in wirklich sehr heftigen Krisen, die sehr schmerzhaft sind, die dafür sorgen, dass man dir alles nimmt und trotzdem diese Schütze geprägten Menschen darin einen Sinn erkennen, also die Sinnhaftigkeit. Und das könnte sein, dass bei dir eben diese Sinnhaftigkeit nicht vorhanden ist. Und diese nicht vorhandene Sinnhaftigkeit kann dich wirklich wahnsinnig werden lassen. Weil Sinnlosigkeit hat was mit Wahnsinn zu tun, wirklich. Und der Wahnsinn hat wiederum was mit dem Bösen zu tun. Ja? Da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, da werde ich vielleicht irgendwann mal ein Video zu machen, aber es ist ganz wichtig. Böse und Wahnsinn sind sehr nah beieinander und meiner Meinung nach schon quasi auch, also eigentlich direkt nebeneinander und untrennbar. Ja? Das eine hat viel mit dem anderen zu tun und umgedreht. Ganz wichtig, dass du das auf dem Schirm hast, ja? Dass du für dich verstehst, dass es ja doch irgendwo einen Sinn gibt und es sogar tatsächlich sein kann, dass du diesen Sinn auch gar nicht verstehen musst. Ja? Auch ich kann dir nicht 1000% sagen, was hier der Sinn ist. 100% nein, kann ich auch nicht. Es gibt gewisse Dinge, da habe ich immer noch Fragezeichen. Ja? Aber habe den Glauben, dass es wohl einen Sinn gibt, aber mein jetziges Bewusstsein das nicht greifen kann. Aber früher oder später werde ich das wohl greifen können. Und das Gleiche biete ich dir an. Nur weil du jetzt nicht weißt, warum etwas sinnvoll sein könnte oder nicht, spekulier vielleicht. Und es könnte auch sinnvoll sein, eben auch das zu sagen, dass du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, was das hier für einen Sinn haben sollte, aber mein Glaube hat mich gelehrt, dass es eine Schöpfung gibt, eine höhere Macht, die gut ist und die sich schon um alles kümmern wird, ja, und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen mein Bestes zu geben, mehr kann ich eh nicht tun und das ist auch meine Hauptaufgabe, einfach nur alles geben, was ich kann und am Ende entscheidet das Schicksal und das Schicksal hat mit der Schöpfung zu tun. Ein weiterer Punkt, welcher hier auftreten könnte, ist das sehr unangenehme Missionieren, weil das ist eines der negativ manifestierten Eigenschaften des 9. Hauses, ist eben dieses Missionieren, ne? Dass du einfach
zu viel Menschen bekehren möchtest, zu anstrengend deine Wahrheit verkünden möchtest und du quasi da auch recht fundamentalistische Züge hast, das heißt wirklich, da du recht unflexibel bist, teilweise aggressiv, angestrengt, laut, temperamentvoll und ja, unangenehm, du deine Meinung verbreiten möchtest, ja. Und das im ganz, ganz negativen Kontext, Kreuzzüge, ja, also mit dem Schwert und Blut Menschen dazu zu zwingen, ihren Glauben anzunehmen, zum Beispiel, ja. Religionen sind irgendwo eine Erklärung und gut und haben den Menschen einen Sinn gegeben, aber haben auch für sehr viel Blut gesorgt, ne, für sehr viel Kriege gesorgt, ja, also, naja, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt dieses Thema beleuchten sollte. Aber das könnte ein Thema für dich sein. Beleuchte du das mal vielleicht, ja? So das ganze Weltgeschehen, ja? Was hat Religion alles angerichtet? Und vielleicht macht es Sinn, sich selbst mal zu hinterfragen und mal damit aufzuhören, andere für sich zu denken, für sich denken zu lassen, sondern mal selbst die Birne einzuschalten und nachzudenken und sich mit anderen auszutauschen, wenn sein muss, auch in gewissen Streitdebatten, aber immer respektvoll vielleicht bleibt und mal lernen, andere Leute Standpunkte zu erfahren. Wichtig ist hier, es könnte sein, dass du aufgrund deiner Andersgläubigkeit gegen etwas bist, du das missionierst, also andere davon überzeugen möchtest, gegen was zu sein, wo es vielleicht doch mehr Sinn machen könnte, andere zu überzeugen, für was zu sein. Aber du selbst vielleicht dich selbst erst einmal überzeugen solltest, dass es vielleicht doch mehr Sinn macht, für was zu sein und nicht gegen was zu sein. Und wenn du für was bist, auch da nicht so angestrengt zu missionieren, sondern vielleicht einfach nur sehr vorbildlich vorangehst und jeden seinen Raum lässt und du einfach Menschen nur eine Wahl anbietest, ja, und du auch für dich verstehst, dass, weil das kann nämlich auch sein, dass du Schwierigkeiten hast, sehr hitzige Streitdebatten zu führen. Und ich bin der Meinung, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil es kann sein, dass man Debatten führt, die vielleicht etwas lauter sind. Es kann temperamentvoller sein, aber das sollte doch nicht bedeuten, dass man sich jetzt die Köpfe einschlägt. Lass uns doch auch hitziger diskutieren. Am Ende, solange wir uns doch respektieren und nicht beleidigen, ist das doch in Ordnung. Und es können hier und da auch mal die Fetzen fliegen. Solange man sich doch am Ende nochmal die Hand gibt und zusammen einen Kaffee trinkt, ist doch alles cool. Diese Eigenschaften sind ebenfalls bei dir verletzt. Es kann sein, dass du hier zu radikal bist und dass du einfach relativ schnell deiner Opposition den Krieg erklärst. Und du hier recht undiplomatisch bist, ja. Das neunte Haus hat auch mit Glück zu tun, ja, weil das Schützeprinzip ist sehr viel oder wird sehr viel mit Glück in Verbindung gebracht, mit Jupiter, der Glücksplanet, weil der größte Planet. Und da könnte es ebenfalls so sein, dass du glaubst, einfach zu viel Pech zu haben, so zu viel Unglück zu haben, eben das verletzt ist, dass du nicht Glück hast. Aber vielleicht du mal den Gedanken fassen solltest, dass auch Glück im Auge des Betrachters liegt. Und vielleicht ist eine Situation, die dir widerfährt, weder glücklich noch unglücklich, sondern eher so, wie du sie interpretierst. Das heißt, du hast eine ganze Menge Macht, ob etwas gut, schlecht, glücklich oder unglücklich ist. Alright, das war's fürs Erste. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit Chiron im 9. Haus, vergleichsweise im Schützen, für praktische, anwendbare Erfahrungen gemacht hast. Bitte teile dein Wissen und deine Erfahrung mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden möchtest, bist du herzlichst willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal und aktiviere die Glocke so, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Deine Reihe. Bis zum nächsten Mal.